So, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des ETS 2 im neuen DLC. Ah, wir bewegen uns weiter mit unserer Schwerlast. Ja, wir haben es ja gleich. Oh ne, ich kann eigentlich hier bleiben. Ich Schlaumeier, Hammer Kreisel. Wir haben es gleich geschafft. Die Tour ist zu Ende. Es war jetzt eine kurze Pause von nicht mal 3 Minuten. Wir warten mich jetzt noch auf unsere dritte Person fürs Projekt. Und da, bevor wir anfangen, weil sonst lohnt sich das alles nicht, das zu machen. Ja, Auto, sicher. Bleib dort einfach stehen, ey, du. Also, dafür warten wir jetzt noch. Das heißt, ich kann jetzt erstmal noch weiter aufnehmen. Ich habe einen Blick auf den Teamspeak, um zu gucken, wann ich wo oder wann ich dahin muss. Genau, das wusste ich jetzt nicht, dass wir noch auf eine dritte Person warten. Natürlich wusste ich, dass das noch eine dritte Person im Projekt dabei ist. Das heißt jetzt nicht, dass ich ihn nicht kenne, aber ich dachte, wir fangen schon mit den Kleinigkeiten an. Schon mal Präsentationstyp auswählen und den ganzen Krimskrams, den man halt da so machen muss. Und dann den ganzen Kram schon mal dahin packen und den technischen Aufwand und so. Aber gut, dann warten wir halt noch ein bisschen, das ist ja auch kein Problem. Das heißt, in der Zeit werde ich noch mal ein bisschen produktiv sein und aufnehmen. Ja, was gibt's sonst noch Schönes, Neues? Keine Ahnung. Ja, komisch. Ich weiß immer nicht, wann die Folgen kommen. Das Teleportieren hat ja jetzt geklappt. Also Multiplayer-Spielstand weiß ich nicht. Klappt aktuell wahrscheinlich nicht. Also auf jeden Fall habe ich damit mehrere Probleme. Mehrere. Kann sein, dass ich da vielleicht heute nochmal teste, dass ich mich noch einmal teleportiere im Multiplayer, um das mal zu testen oder Multiplayer noch eine Runde drehe. Vorausgesetzt, ich habe dort noch Zeit zu. Warte mal. Das hört sich jetzt gerade draußen mega komisch an. Läuft bei mir heute. Naja, auch nicht schlimm. Also, auf jeden Fall werden wir heute uns mal angucken. Ja, Axel konnte nicht aufgelüftet werden. Ich weiß es doch. Werden wir uns halt angucken, ob wir gleich noch eine weitere Tour bekommen. Wie ihr ja gesehen habt, gibt es ja jetzt auch für dieses hier ein Thumbnail. Ja, ich hab mir jetzt mal wieder angenommen, Thumbnails zu machen und allgemein auch ein bisschen mehr am Video zu arbeiten. Wie ihr bei der letzten Folge gesehen habt, war ja schon ein Abspann dabei. Es war eine Infocard, waren mal ab und zu Playlisten drin und Videos und so weiter. Und ja, da werden wir mal gucken, ob wir das jetzt auf Dauer immer weiter fort setzen oder ich zumindest mal gucke, ob ich das halt ich schaffe. Ich bin halt der Hauptjenige, der die ganzen Videos einsendet oder einsendet, ist übertrieben, aber hochlädt und plant und ganzen Krimskrams dafür fertig macht. Deswegen, da müssen wir mal gucken. Wie viele Kilometer haben wir denn noch? 266 läuft. Ja, ich hoffe mal, dass wir gleich hier noch ein bisschen auf Schwung kommen. Obwohl das so eigentlich auch ganz angenehm ist, schön Tempomat läuft. Ja, ich weiß nicht. Also gerade ist so Gesprächsthema ganz angenehm. Also ich kann ja mal ein bisschen über die ZP labern, oder ich zumindest. Das werden wir wahrscheinlich in ein paar anderen Projekten jetzt auch nochmal erledigen im Nachhinein. Aber die Folgen kommen halt jetzt einfach aktueller. Ja, Dienstag, ich weiß jetzt noch nicht, ob diesen Dienstag oder letzten Dienstag, ich weiß noch nicht, wann die Folgen kommen, haben wir Deutsch ZP geschrieben. Das war eigentlich ganz angenehm. Jetzt nichts Schweres dabei, aber es lief eigentlich ganz angenehm. Die Zeit gut ausgekommen damit. Also Zeit war noch Platz nach oben, würde ich mal sagen. Dann hatten wir heute ebenfalls, also heute im Aufnahmetag oder Donnerstag für euch, diese Woche oder letzte Woche, müsst ihr gucken, wann die Videos genau rauskommen. Auf jeden Fall am 18.05. habe ich dann ebenfalls die Englisch ZP, also heute die Englisch ZP geschrieben. Also die vom Grundkurs war wahrscheinlich wohl zu einfach, also jedenfalls meine, also das fanden wir alle. Die Lehrer haben uns da so ein bisschen, fanden wir, so ein bisschen zu viel Stress gemacht. Also muss ich mal sagen, dass die wird ja ein bisschen schwerer und so, aber nein, also ich fand die jetzt wirklich gar nicht mal ganz so schwer. Es gab halt Leseverstehen und Hörverstehen. Leseverstehen und Hör, genau, Leseverstehen und Hörverstehen. Aufgaben, die dann halt am Anfang, also erstmal Hörverstehen, danach Leseverstehen, danach noch 12 Vokabeln einsetzen und einen Text von 120 Wörtern schreiben, und das als ZP fand ich dann doch ein bisschen, hätten wir uns was mehr darunter vorgestellt.
Also das haben uns im E-Kurs nicht E-Kurs im Entschuldigung, im Grundkurs bei uns haben uns das ein bisschen schlimmer vorgestellt, die ZP. Also die war ja sicher, aber bremst doch, du Wurst. Hätten wir uns dort ein bisschen schwieriger vorgestellt. Aber natürlich gut für uns. Wir haben auch schon spekuliert, Deutsch war jetzt nicht schwer, Englisch war jetzt nicht schwer. Vielleicht wird Mathe ja mega schwer oder bleibt ebenfalls auf dem gleichen Niveau so einfach. Das werden wir jetzt mal angucken in der nächsten Zeit oder werden wir uns da mal angucken. Das sehen wir dann Dienstag. Das heißt zur nächsten Aufnahme des wahrscheinlich Gwent oder der anderen Projekte. Hallo LKW, gib Gummi. Da werden wir dann gucken, ob wir darüber dann mal reden. Dann hoffen wir mal, dass keiner in die mündliche Prüfung rein muss. Das wäre so ein bisschen Katastrophe. Glaube ich, keine Katastrophe, aber ich glaube für alle nicht ganz so angenehm. Denn, naja, ich weiß jetzt nicht, ob das wirklich so gut ist. Mündliche ist jetzt. Kann ich mir jetzt nichts darunter vorstellen. Ist halt, glaube ich, ein bisschen. Naja. Ich glaube, ich müsste mündlich nicht haben. Ich glaube, schriftlich reicht. Obwohl mündlich, es kann ja auch sein, dass man im mündlichen bedeutend besser ist als im schriftlichen, aber das ist natürlich dann immer so eine Sache, ob man das dann wirklich haben möchte. Und ich glaube nicht, dass ich das haben möchte, denn schriftlich reicht mir. Dann bin ich durch mit dem ganzen Kram, dann stehen halt noch Kleinigkeiten an wie Physik und WP1 bei mir. Bei Maurice ist es dann halt noch WP2, aber bei WP2 schreiben wir keine Arbeit. Da grübeln wir gerade über unsere Datenbank. Warum da Sache nicht funktioniert bei einem, obwohl es genauso aussieht wie bei mir. Zum Beispiel bei mir funktioniert es. Nur bei ihm wahrscheinlich ist da irgendwas bei der Programmierung verkehrt gelaufen, dass da irgendwo ein Leerzeichen fehlt oder ein Kommachen oder ein Punkt zu viel ist oder so. Da werden wir dann, oder werde ich dann, oder wir mal als Gruppe mal uns mal die Person mal angucken. Da hat der Lehrer nämlich schon am letzten Mal drüber gegrübelt, warum das nicht so funktioniert, wie wir das gerne hätten. Ja, sonst läuft eigentlich alles aktuell weiter. Dann Kleinigkeiten, ZPs, der dann hinter uns. Dann sind halt nur noch so Kleinigkeiten. Physik beim aktuellen Thema. Wir hatten dann ja seit 3 Wochen kein Physik mehr. Und dann Arbeit schreiben ist natürlich auch so eine Sache. Ob man das dann bis dahin noch behalten hat. Ich glaube, in der Zeit haben wir uns dann bedeutende andere Sachen angeguckt, wie Mathe oder Physik. Ach, Mathe, Deutsch, Englisch oder so. Ich glaube, da müssen wir uns erstmal am ersten Tag wieder ein bisschen reinfinden, wenn wir dann mal wieder Unterricht haben. Und den ganzen Scheiß hier auch ein bisschen auffrischen, weil sonst wird das, glaube ich, ganz lustig. Könnte ich mir vorstellen. Ja, sonst, ja, natürlich bereiten wir uns jetzt morgen noch. Morgen haben wir jetzt noch eine Doppelstunde Mathe. Also am 19.05. Da werden wir uns nochmal mental und psychisch und physisch. Ach nee, wir haben ja doch nur eine Stunde Montag. Das heißt, da werden wir ja morgen nochmal eine Doppelstunde Mathe und da werden wir wahrscheinlich nochmal einmal alles durchgehen. Üben, 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 üben. Denn wahrscheinlich. Wir sind mal gespannt, ob das wirklich so schwer wird. Ihr könnt ja mal selbst drunter schreiben, falls ihr dieses Jahr auch geschrieben schreibt oder schon geschrieben habt, wie die bei euch so ausgefallen ist. Ob ihr damit gut zurechtkamt, ob ihr damit schlecht zurechtkamt oder. Ja. Dann sind wir mal ganz gespannt und hoffen, dass wir das alles so locker flockig über die Bühne bringen. Dann stehen halt noch stehen halt auch noch Präsentationen an, wie zum Beispiel Rallye. Da war noch irgendwas. Musik. Oh, Musik. Oh, nö. Muss ich auch noch machen. Wahrscheinlich im Unterricht. Dann, ja. Wir sind da ganz flexibel und werden uns da mal angucken, ob wir dann in der Folgezeit dann alles soweit hinkriegen. Aber ich weiß, was ich gleich machen werde. Ich werde jetzt gleich erstmal nach der Folge, denn wir haben ja doch noch eine gute Folge mit der Tour hier gefüllt, gar nicht gedacht. Aber dadurch, dass wir so viel Landstraße fahren mussten, werde ich gleich erstmal versuchen, den Flugmodus einzuprogrammieren, damit ich vielleicht auch ein bisschen fliegen kann, um ein bisschen geileres Thumbnails hinzukriegen. Denn Thumbnails ist ja auf YouTube so, die müssen schon geil. Oh, was ist denn hier los? Thumbnails müssen ja theoretisch geil aussehen. Hier richtig schön auffallen. Wo muss ich denn jetzt hier rein? Da hinten erst.
Wahrscheinlich cool. Hey, muss ich jetzt auf den Schild weiterfahren? Aber ne, zum Glück nicht. Vielleicht ein, zwei schönere Soundbändchen zu machen. Oder vielleicht auch auf Dauer, um vielleicht auch ein paar Mods mit in den Spielstand zu integrieren. Aber Mods klappen bei mir aktuell nicht. Ich habe jetzt aktuell einen Mod aus, wollte ich austesten, aber da schmiert mir der Spielstand auch sofort wieder ab. Das ist aktuell alles noch nicht ganz zur Sonne. Ich weiß nicht, woran das liegt. Ob ich einfach zu unfähig bin, was ich schon fast glaube. Oder da gibt es halt so viele unterschiedliche Sachen, woran es liegen könnte. 100 Kilometer, er leckt mich am Arsch. Also da gibt es wirklich noch richtig viel zu tun und wir arbeiten den ganzen Krimskram ab. Dazu kommt natürlich noch YouTube, was wir erstmal noch weiterführen, denke ich mal. Wir werden uns natürlich noch unterhalten im Vorhinein, dadurch, dass hier eine Besprechung nicht da ist. Denn wenn wir wirklich sagen, ja, wir führen es weiter, dann ist es ja auch so eine Sache. Teamspeak bleibt bestehen. Welche Projekte kommen danach? Ist das eine Sache, dass unser S-Server dann ausläuft? Zwei Monaten, drei, irgendwas in der Richtung. Ich glaube in zwei oder drei. Ich muss mal genau gucken. Ja. Sonst, was gibt sonst noch Neues? Nix. Gwent, keine Ahnung, neue Festplatte immer noch nicht da. Schade. Aktuell immer noch keine Informationen von bekommen. Aktuell ist noch kein Ersatz hier angekommen und Geld habe ich bisher von auch noch nicht wieder gesehen. Das heißt, aktuell bin ich da ein bisschen angepisst, da es ja immer bei mir so zeitlich ist, weil Internet, das ist halt auch so eine Sache, mal eben den Virtual Fusion wieder zu installieren oder so. Das dauert dann halt auch mal seine Stunden. Muss ich leider so sagen, das dauert halt einfach seine Zeit. Und da hoffe ich mal, dass ich die dann hoffentlich bis nächstes Wochenende habe. Ja, obwohl, wahrscheinlich, da kann ich die auch nicht einbauen, weil ich da noch Leitstellenfahrt am Freitag habe. Also diese Woche. Ja, also es stehen wirklich noch ein paar Termine an. Und dann wird es auch mal sehen. Und falls sich jemand fragt, ich mache Leitstellenfahrt als Disponent auf Tettau am 26. Glaube ich, ja, 26. Oder 27. Ich muss mal gleich oben kurz auf den Kalender gucken. Mai 26. Genau, 26. Also am 26. Mai auf Omsi minus Leitstellen.de. Oder Leitstelle, Leitstelle, irgendwas in Richtung. Werde ich dann 18 Uhr Anmeldung vorher, weiß ich noch nicht. Ich muss noch mal fragen, ob es da schon irgendwelche Voranmeldung gibt, damit ich mich so leicht darauf vorbereiten kann. Aber dann könnte ich ja gleich nochmal gucken, ob ich das noch mal am Wochenende mache, ob es da schon irgendwelche Voranmeldungen für gab. Natürlich, umso weniger Leute es sind, obwohl die Karte ist ja doch nicht groß, zwei Linien hat's. Ich kann die mit 12 Leuten auf jeden Fall spontan sofort belegen und das andere wären dann alles E-Linien. So habe ich mir das rausgedacht. Ach komm, fahr, ich will auch noch. Ich komme da, ich fahre auch noch drüber. Schon grün. Boah. Also, da werden wir dann mal gucken, was die Zeit so bringt und gespannt, was es auch an neuen Projekten kommen wird, dadurch, dass wir aktuell in Planung sind. Ich weiß, dass Maurice mit Alex gesprochen hat über GTA. Ich weiß, dass ich mit Alex über im Kontakt bin mit Rainbow Six. Aber ich halt aktuell keine Festplatte habe und das regt mich dermaßen auf. Ich hätte den ganzen Scheiß schon längst fertig haben können. Die Festplatte war ja schon mal hier. Hätten die auch bis wenn die ein bisschen schneller gearbeitet, denn auch wenn ich jetzt die Festplatte bestelle, die ist garantiert nicht bis zum Wochenende da, dann kommt die Anfang nächster Woche, dann ist die zum Beispiel Dienstag hier. Oder Mittwoch. Oder lass es Donnerstag werden. Dann, obwohl Donnerstag habe ich auch schon frei. Christi Himmelfahrt. Könnte ich eigentlich da schon einbauen und anfangen. Naja, also es ist aktuell wirklich zeittechnisch ganz schön knapp. Es gibt viel Sachen zu tun. Es gibt zeitliche Termine, die ich einhalten muss. Und. Natürlich noch Teamspeak und Homepage und YouTube. Von Homepage wollen wir aktuell gar nicht sprechen. Also da habt ihr, glaube ich, auch, habe ich und ihr haben wir uns, glaube ich, alle mal zusammengesetzt und gedacht, ne, Homepage, das dauert jetzt erstmal noch.
Also, ich glaube, mit der Homepage, da fange ich, glaube ich, wahrscheinlich aus der technischen Gründe, wahrscheinlich, ob ich dieses Jahr damit überhaupt nochmal irgendwann anfange. Muss ich, glaube ich, mal ganz, ganz kackendreist zu sagen, ich glaube es nicht. Denn ich weiß aktuell nicht, wo ich meine Zeit noch hinpacken soll, da ich auch noch Privatleben habe und ab und zu gebe ich mir auch mal meinen Dienstag, wo ich nicht aufnehme, wo ich keine Videos plane, wo ich keine Schneidsachen habe, wo ich nicht am Teamspeak rumfummel, um da Sachen einzustellen. Oder ich allgemein mal nichts mache und einfach nur meine Internetspiele spiele oder allgemein nur Spiele spiele oder YouTube schaue oder so. Es gibt ja auch mal so Tage, wo man einfach keinen Bock auf Sachen hat. Und ja, sowas habe ich dann halt auch mal. Und dann ist es halt auch mal so, dass ich dann halt mal ein oder zwei Tage oder vielleicht auch mal eine Woche überhaupt keinen Bock habe. Und ganz ehrlich, ich glaube, das hat jeder mal. Und was willst du machen? Ist halt so, dann nimmst du dir halt mal deine Woche Auszeit. Obwohl ich sagen muss, dass ich in der letzten Zeit kaum Auszeit hatte von YouTube. Immer gab es irgendwas zu tun. Also mal eine Woche rein Urlaub, wo ich nichts für YouTube getan habe, gab es eigentlich gar nicht. Gab es bei mir gar nicht, bin ich der Meinung. Also ich wüsste auf jeden Fall nicht, wann ich das mal getan hätte. Ich wüsste auch gar nicht, warum. Es macht aktuell Spaß. Wir haben ganz viele geile Projekte, die immer noch laufen, wo man auch Arbeit hier reinsteckt. Dann versuche ich aktuell noch meine Steckerdosenleiste an meinen Schrank dran zu kleben, aber die fallen mit allen möglichen Kleber, was ich bis jetzt ausprobiert habe. Da habe ich das Klebeband, Panzerband fällt halt einfach mal wieder von der Wand. Ich werde jetzt wahrscheinlich daran festschrauben, am Wochenende. Ja, wahrscheinlich am Wochenende. Samstag oder so, damit der Scheiß da auch endlich mal dran hält. Wahrscheinlich will ich überlegen, ob ich das direkt jetzt da dran schraube oder ich noch eine Platte dazwischen reinsetze. Die dann da festschrauben oder wie auch immer. Und dann die Steckdosenleisten auf eine extra Platte schrauben. Ich glaube, das ist ganz angenehm und sieht dann auch nicht ganz so scheiße aus. Wenn man dann halt mal nicht wie so ein Halbbekloppter das da aussieht. Und vielleicht den Tisch dann auch irgendwann nochmal wieder verkauft. Mal läuft Markt. Verkauft den Tisch hier mal vielleicht irgendwann auch mal wieder. Wenn man ihn A nicht mehr braucht oder man sich einfach einen neuen angeschafft hat. Oder. Es gibt natürlich immer ganz viele unterschiedliche Sachen, wo man sagen kann, boah, da muss jetzt ein neuer Tisch her, zum Beispiel, falls ich irgendwann mal ausziehen werde, dann ist es natürlich so, dass ich vielleicht auch eine ganz andere Position habe, wo mein Schreibtisch steht. Vielleicht steht er gar nicht mehr wie jetzt in der Ecke. Dann kann ich natürlich, brauche ich auch keinen Eckschreibtisch. Dann brauche ich vielleicht einen, keine Ahnung, einen ganz normalen geraden Schreibtisch oder ich weiß es noch nicht. Das heißt, wir sind da mal ganz entspannt und gucken mal, was die Zeit noch so bringt. Man muss ja auch aktuell sagen, YouTube macht aktuell Spaß. Es ist natürlich viel mit dieser Rundfunklizenz aktuell so, dass man viel darüber nachdenkt, was man macht. Aber ich glaube, da ist es aktuell nicht die Sache im Gesprächsthema. Da wirklich zu sagen, boah, ne, das geht aber mal gar nicht. Aber ich glaube, sowas gibt es aktuell nicht und darüber brauchen wir aktuell gar nicht reden, denn wir sind ja nicht Sachen, die streamen oder so. Das ist ja aktuell so, dass wir da. Ich wüsste auf jeden Fall nicht, dass wir das haben. Und falls wir das haben, gut, dass ich es dann auch mal erfahre. So, ich hoffe, dass die Lenkachse ein bisschen mitspielt. Dann kriegen wir den hier auch rein. Jetzt perfekt. T. So. Dann mal kurz Geld abkassieren. Gefahrene Strecke für 451 Kilometer. Fahrerlohn und Levelbonus. Da. EP, knapp 1000. Genau. Genau. Fortfahren. So, das heißt, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wahrscheinlich diese Folge Samstag, Sonntag oder Montag. Und dann müsst ihr mal gucken, ob was kommt, weil ich werde wahrscheinlich heute nicht mehr aufnehmen. Denke ich mal, ich werde wahrscheinlich am Wochenende frisch aufnehmen. Dann funktioniert das Fliegen auch bei mir im Spiel. Hoffe ich. Und ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Daumen natürlich schön und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dann. Danke, ciao.